Er ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka, bekannt aus das Supertalent 2013. Der 20-Jährige befasst sich seit 6 Jahren intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung dafür. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Choke und Turner. Wie heute, wenn es um das Thema Treibball geht. Bei der heutigen Hundesportart geht es um runde Bälle. Und zwar nicht nur die kleinen, sondern die großen Gymnastikbälle, die die Hunde beim Treibball mit bis zu 8 Bällen quer über ein ganzes Spielfeld treiben. Die Grundidee von Treibball ist, dass 8 Bälle, die auf einem Spielfeld liegen, vom Hund in einer gewissen Zeit ins Tor getrieben werden. Das heißt, der Hundeführer steht im Tor und schickt den Hund über das ganze Spielfeld nach hinten zum Bringen der Bälle. Die Hunde dürfen natürlich nicht reinbeißen und den Ball kaputt machen, sondern Schnauzen und Körpereinsatz verwenden, um den Ball zu treiben. Natürlich startet ihr nicht gleich mit 8 Bällen, sondern fangt erstmal mit einem an. Ihr müsst die Größe von dem Ball auf euren Hund anpassen, sollte ungefähr der Rückenhöhe von eurem Hund entsprechen, damit er auch da nicht wirklich reinbeißen kann. Wichtig ist auch, dass ihr nicht in einer Ecke treiben lasst, sondern immer auf einer großen Fläche beginnt. Wie ihr damit startet, zeige ich euch jetzt. Damit wir dem Hund jetzt lernen, dass er den Ball auch wirklich wegtreibt, habe ich ein einfaches Hilfsmittel, nämlich einen Reifen. Ihr könnt auch eine große Schüssel nehmen dafür. Und ich mache jetzt nichts anderes, außer dass ich ein Leckerli-Stück einfach mal da unten hingebe und der Hund darf sich's nehmen. Wenn der Hund den Ball berührt, dann klicke ich in dem Moment, ihr könnt den Klick auch weglassen und einfach nur den Hund loben und er bekommt dafür nochmal seine Belohnung. Das heißt, ich gebe ein Leckerli dann nach unten drunter, er berührt den Ball und dafür wird geklickt und belohnt. Wenn der Hund das jetzt schon öfter wiederholt hat und verstanden hat, was er auf sein Kommando tun soll, können wir den Reifen schon weglassen und genau so wieder das Kommando geben. Falco, schieb an! Super! Wenn der Hund den Ball berührt und anstupst, bekommt er dafür seine Belohnung. Wenn euer Hund jetzt die ersten Schritte schon wirklich gut drauf hat, könnt ihr das Spiel natürlich dann schon steigern und eventuell einen zweiten Ball dazu nehmen. Besonders wichtig ist es von Anfang an immer, dass der Hund auf der anderen Seite vom Ball ist als ihr. Das heißt, ihr habt den Ball immer zwischen Hund und euch. Da gewährleistet ihr einfach nur, dass der Hund immer lernt, zu euch zu treiben. Das heißt, er soll den Ball nicht immer wegschießen, sondern er muss im Kopf haben, dass der Ball immer zum Menschen kommen soll. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr vor allem in der Lernphase am Anfang immer gegenüber vom Hund seid. Wenn ihr das schon gut schafft, dann könnt ihr 2 oder 3 oder sogar schon mehrere Bälle nehmen und auf einer großen Fläche einfach Spaß mit eurem Hund haben. All you need is a friend. Someone to please.